Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe gerade spontan beschlossen, dass ich nach dem Absturz von Terraria, genau das ist nämlich mir gerade eben passiert, die Folge auch quasi gecuttet habe. Tja, da hatte ich gerade das Wüstenbiom erfolgreich durchschritten, habe herausgefunden, dass hinter dem Wüstenbiom ein weiteres Waldbiom kommt. In einem Waldbiom befinden wir uns ja auch gerade, beziehungsweise darin spawnt man ja immer. Ja, und dann ist mir Terraria einfach mal eiskalt abgestürzt. Erst hat es minimiert und als ich wieder maximieren wollte, ist es abgestürzt. Das ist natürlich sensationell. Aber wie ich sehe, wurde alles soweit übernommen. Ich gucke mal gerade auf die Map. Ja, hier ist der Krater. Wisst ihr was? Ich laufe nochmal los. Ich habe ja noch die Recall Potion. Tja, das sehe ich nicht eine. Aber wieso ist mir das Spiel denn abgestürzt? Habe ich irgendwie etwas entdeckt da hinten? Also wenn das Spiel gleich nochmal abstürzt, dann weiß ich, dass ich in diese Region irgendwie nicht mehr gehen sollte. Aber das wäre mir neu, dass Terraria abstürzt, wenn man irgendwie in ein bestimmtes Biom geht. Also hinter dem Wüstenbiom müsste eigentlich nochmal so ein Waldbiom kommen. Oder habe ich das falsch gesehen? So eins, worin wir hier gespawnt sind. Ich check das gerade nochmal ab. So, ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir bald einen fünften NPC in unser Haus bekommen. Zwei Händler, eine Heilerin. Was willst du denn hier? Hallo, du kleiner Pimpf. Alter, du hältst aber ganz schön was aus, ne? Hat ja schon mal jemand gesagt, mein Lieber. Autsch. Du machst mir auf jeden Fall unfassbar viel Schaden. Ja, dich will ich besiegen. Du bist doch so ein ganz besonderer. Ja, hier, komm, ey. Du kannst doch nix. So. Hat er gerade ein Gold gedroppt? Ja, komm, lass mich durch. Ich habe keine Zeit mit euch zu spielen. Wenn ich doch schon rennen könnte. Ach ja. So, Blauschleim durchlassen. Dankeschön. So, hier haben wir die Wüste. Beeile ich mich mal gerade. Na, das sind natürlich mehr Geier wie sonst was. Hallo, du. Ich hab's ein bisschen eilig. So, dankeschön. Hallo, Blauschleim. Das ist ein Scherz. Lol. Das wollte ich nicht. Ich habe aus diesem Trank genommen. Ich wollte gerade den Kollegen hier eliminieren. Jetzt habe ich einen Trank genommen, ich Experte. Das ist natürlich mega wunderbar. Leute, ich habe keine Zeit. Ich möchte gerne dieses... mich verarschen. Was kommt denn hier jetzt auch noch von unten? Irgendwas kommt von unten. Ich mache einfach mal einen Abgang. Irgend so ein Wurm, vielleicht ein Sandwurm. Ja doch, das hier ist doch ein Forestbiom, oder sehe ich das falsch? Ja komm. Geier. Hier sind doch wieder die drei Pilze nachgewachsen, sehr schön. Das hier ist doch ein Forestbiom. Aber wieso ist hier immer noch der Wüstenhintergrund? Ah ja, das ist eindeutig ein Forstbiom. Es ist offiziell bestätigt, hinter dem Wüstenbiom ist ein weiteres Forstbiom. Und hier sind Erze. Hallöchen. Tin, nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier drin? Einen schwachen Heiltrank. Das ist natürlich sensationell. So, Moment, nicht, dass ich wieder das Falsche drücke. Oh, hallo. Hallo, hallo, hallo. Na, Slimechen. Wie geht es uns denn so? Hä, wieso werfe ich das denn nach unten? Mysteriös. Erstmal das Tin abbauen, würde ich sagen.
So, mal gucken, was haben wir so drin? Hm. So, was haben wir denn hier? Ein Blasrohr. Das ist natürlich sehr interessant. 4 Granaten, 50 Schuriken. Das ist natürlich sehr interessant. Mining Potion. Increases Mining Speed bei 25%. Aha, noch mehr Heiltränke. 12 Flaschen. Und ja, ich sehe die Blobs und eine Menge Silbermünzen. So, Freunde, was soll das denn hier werden? Blob-Invasion oder was? Ey, glaubt ihr echt, dass ihr hier hochkommt? Die Viecher hat auf jeden Fall eine Menge Schleime. Ich stelle mal eine Fackel hin. Es könnte noch ein bisschen dauern, eventuell. Ach ja. Ich habe ja Zeit. Da kommen immer mehr. Irgendwie hört das gar nicht auf. Was mache ich denn jetzt in der Zeit, während ich hier stehe und die ganze Zeit klicke? Ich könnte Tee trinken. Dann müsste ich das mit der linken Hand machen. Moment. Warte mal. Ja. Ja. Oh, Alter. Ich kann hier gerade nicht so übergreifen. Da könnte der jetzt mal sterben, bitte. Warte, mein Finger. Es kommt noch so ein Spassi. Boah, ein Gold und 3 Silber. Die droppen aber auch viele. Jetzt hat die Schnauze hier voll, ey. So. Was ist das hier? Das ist Eisenerz. Oh, nett. Das sollte ich abbauen. Freundchen, das sehe ich da oben. Jetzt wird es aber richtig dunkel. Hm. Ich möchte jetzt ungern zurück, weil es da unten noch weitergeht. So, warte mal. Verdammt, ich muss das Holz benutzen. Na komm, bau dran. Bau es doch da dran. Hä, wieso? Wieso kann ich das nicht mehr da drin bauen? Hm. Müsste aber eigentlich reichen, das ist dicht. Nicht mehr rein. So, ich sehe hier nämlich noch Erze, die möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ihr kommt da nicht rein, Leute. Ich habe das abgesichert. Brauche ich Tin überhaupt noch? Ich würde es aus Prinzip einfach gerne mitnehmen. So, geht's hier eigentlich noch irgendwie weiter? Jetzt erzähle ich noch weiter. Hier geht sogar noch ganz schön weiter, möchte ich mal meinen. So, was ist denn zum Beispiel hier drin? 2 Fackeln. 24 Seile. Das ist natürlich alles wunderbar. Ach ja, hier geht es auch ein bisschen runter. Ja. Ja. Hier geht es durchaus ein bisschen runter. Ich hätte Baumaterial mitnehmen sollen, definitiv. Ich switche mal gerade auf Dreck. Was war das denn? Denn hier komisches. Was ist denn das? Kriege ich irgendwas, wenn ich diese Dinge kaputt mache?
Da ist auf jeden Fall ein unterirdisches Sandbiom. Was haben wir denn hier drin? Nachteulentrank. Erhöht die Nachtsicht. Aha. Zwei Recall Potions. Ja, das wäre auch nicht nötig gewesen. Ein bisschen Silber. Hier. Pfeile. Ja, kann man mitnehmen. Ein paar Ropes. 8 Tinbarren. Was ist das? Climbing Claws. Allows the ability to slide down walls. Das ist ja interessant. Climbing Claws. Die Kiste nehm ich mal wieder mit. Kann ich die irgendwie ausrüsten hier? Tatsache. Okay, was kann ich jetzt damit genau machen? Ich würde das gerne ausprobieren. Kann ich mich da auch irgendwie mit an der Wand festhalten? Oder kann ich damit einfach nur Wände runtersliden? Also, dann kriege ich quasi keinen Fallschaden mehr, oder wie soll ich das verstehen? Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch hier? Ich bin nicht ganz geheuer. So, bei Sand immer schön aufpassen, denn der fällt runter. Hat. Aha. Nicht, dass ich hier gleich so ein Mega-Monster befreie. Geh mal ein bisschen weiter nach unten. Ich komme mit dem Geräusch schnell und irgendwie gefällt es mir nicht, muss ich zugeben. Weil ich gerne mal meine Climbing Claws ausprobieren würde. Es ist mittlerweile nicht wieder Tag. Okay, komm her, du Wurm. Jetzt fick ich dich. Ich sehe da rechts über mir doch irgend so ein großer, irgend so ein Raum. Ja, komm. Komm her. Ich halte das schon aus. Komm her. Ich mach dich fertig. Ich höre dich doch, du Wurm. Ich habe Climbing Claws. Ich könnte das ja mal ausprobieren, indem ich hier so... Wie ist das denn? Warte mal. Hä? Die sind ja geil, die Dinger. So, die Zombies gehen mir gerade ein bisschen auf die Eier. Aber natürlich habe ich die perfekte Strategie. Darum, jetzt kommst du, Harry. So. Habe ich gerade noch eine Fessel aufgesammelt? Ein Abwehr plus ein Abwehr. Was kann meine denn? Ein Abwehr plus 4 Schaden. Na, Schaden finde ich gut. So, wie lange will ich eigentlich noch aufnehmen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Was ist das da für ein Raum? Ich möchte dahin. So, Moment. So, dann machen wir das Ganze mal hier nochmal. So. Und hier mache ich mal sicherheitshalber gerade zu. Na komm, ach, passt schon. So. Kurz mal das Headset anders nehmen. Dann würde ich mal sagen, Steuerungstaste ist aktiviert. Auf geht's. Ihr seht ja da vielleicht rechts auf der Minimap diesen Raum, den mir angezeigt wird. Dem möchte ich mich mal nähern.
Und ich buddel mich mal einfach drauf. Warum nicht? Zur Not drücke ich einfach ganz schnell die 7. So, da scheint das hier zu sein, was ich auch sowieso schon sehe. Ist das was Interessantes? Lohnt sich das? Es sieht jetzt nicht wirklich gefährlich aus. Toll. Da habe ich ja das richtige spannendes Angebot. Leck mich mal am Arsch. Wow. Das ist das Spannendste, was ich jemals angebuddelt habe. Boah, ich bin hin und weg, ey. Wow. Nichts. Nein, ich möchte gerne... Jetzt macht mal diese Scheißsteuerung weg. Ich möchte gerne hier rauf. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Das Eisen nehme ich mal als Trostpreis mit. Das da ernsthaft nicht abbauen. Und ihr mich verarschen. Was ist denn das da? Das ist doch noch Eisen, oder? Das ist ein Steinblock. Na komm, geh mal wieder nach oben. So, und... Ja, sehr gut. So, es wird natürlich jetzt genau wieder Abend. Das ist natürlich perfekt. Perfekt einfach nur. Natürlich wird es jetzt genau wieder Abend. Wie könnte es auch anders sein? Hier geht es auch runter, würde ich aber gerne von der anderen Seite rein. So, warte mal. Das hier nehme ich doch gerade noch mit. So, hier ist noch eine Kiste. Sehr schön, sehr schön. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Bilder Potion. Noch mehr Wolves, noch mehr Tin und... Rand of Sparking? Was ist das denn? Aha. Was ich alles finde. Ja, nein, ich wollte ein... Alter, jetzt plant das doch mal. So, noch eine Kiste. 18 Silbermünzen, ja, die nehme ich gerne mit. 3 weitere Recall Potions, noch mehr Seile, ja, man hat's ja, noch mehr Granaten. 106 Wurfmesser. Also ich muss schon sagen, diese Anfangsdinger, die bringen's. Aber ich möchte natürlich weiter nach links gehen. Ich möchte wissen, was hinter diesem Biom kommt. Aber hier, Tim. Ach, ich kann einfach nicht anders. Ich muss sie mitnehmen. So, da kommt auf jeden Fall gerade die Blob-Armee des Todes angesprungen. Ich sollte mich beeilen, weil wenn die mir auf den Kopf springt, wird es ungemütlich. So, das ist wieder Tin, das lasse ich jetzt mal gerade da liegen.
Hier geht es runter. Ich möchte wissen, welches Biom liegt hinter diesem Fox-Biom. Ach, nochmal Wüste, wollte ich mich eigentlich verarschen. Wo ist denn zum Beispiel bitte ein Dschungelbiom? Ist das vielleicht hinter der Corruption? Na, das ist ja... das ist ja wohl das kleinste Wüstenbiom, was ich jemals gesehen habe. Und hinter den Wüsten kommt natürlich mal wieder Wald. Und auch das ist sehr klein, denn dahinter ist schon wieder Wüste. Und wieso ist da so ein einzelnes Ding? Wüste, Wald, Wüste... Oh, eine Pyramide. Ich habe eine Pyramide gefunden. Hallöchen. Sieht man die eigentlich auch auf der Map? Nicht wirklich. Hier ist eine Pyramide. Ich gehe aber trotzdem mal weiter nach hier. Natürlich mal wieder ein Waldbiom. Wie könnte es auch anders sein? Natürlich. Lol, das ist kein Wald. Warte mal. Doch, hier. Ein ganz Miniatur-Waldabschnitt. Das ist, glaube ich, Dschungel, oder? Habe ich echt das Dschungelbiom gefunden? Das breitet sich, glaube ich, aus. Ach, vielleicht ist... Warte mal, ist das hier echt ein Dschungelbiom? Wenn das ja ein Dschungelbiom ist, sollte ich verdammt aufpassen. Stimmt, die Dschungelbiome, die breiten sich ja quasi aus und verschlucken die anderen Biome. Vielleicht ist deswegen dieses Waldbiom hier so winzig. Ist das hier echt Dschungel? Wenn ich gleich ganz große Probleme bekomme. Das hier ist, glaube ich, echt Dschungel. Dschungelslime, ja. Okay, links von uns. Ich glaube, die sind ziemlich mächtig. Die sind ganz schön stark. Okay. Ich würde mal sagen, wir erkunden jetzt die Pyramide. Hoffentlich verrecke ich dabei nicht. Da unten ist eine Kiste. So. Wir machen mal das denn jetzt am besten mit der Pyramide. Kann ich hier einfach so reinbauen? Wenn das hier wirklich eine Pyramide ist, müsste es hier ja einen Zugang eigentlich geben. Ich guck mal gerade. Das hier ist doch eine Pyramide, oder? Dann müsste es hier drin eigentlich einen Gang geben und unten müsste es irgendwie eine Kiste mit Loot geben, oder irre ich mich da? Das hier ist doch eine. Ich könnte eigentlich mal... Leute. Ah, da ist ja der Gang. Romeo ist eingetroffen. Ein neuer NPC. Sehr gut. Moment, ich muss mal das Licht anmachen. So. Dann würde ich sagen, erkunde ich noch diese Pyramide. Die dürfte, glaube ich, nicht so mega groß sein. Und dann porte ich mich zurück, gucke mir Romeo an und dann war es das auch. So, was haben wir hier zum Beispiel? 4 Fackeln, sehr gut. Ich traue der Sache aber nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Sind hier nicht irgendwie Fallen? Das sieht mir ein bisschen suspekt aus. Was? Das ist mir ehrlich gesagt gerade nicht so geheuer. Was soll das hier? Was ist das?
ich diese Dinger abbauen. Lol. Wie viel Gold hier drin ist. Okay. I am loot. Ich habe I am loot freigeschaltet. Hier sind mal 64 Silbermünzen drin. What the fuck? Kann ich das irgendwie hier... Alter. Was haben wir hier? Sandstorm in a Bottle. Ausrüstbar. Ermöglicht dem Halter einen verbesserten doppelten Sprung. Aber ja, ich glaube, das kann ich hier ausrüsten, oder? Nice. 8 Eisenbarren? Ja, warum nicht? Hier nochmal 100 Seile. Kann ich die bestecken? Noch eine Recall Potion. Ich werde die komischen Blumen auch wieder mitnehmen. Was haben wir hier nicht? Slime Banner. Hadern Sandblock. Moment, ich muss die Kiste aber eigentlich leer machen. Ja, hier komm, schmeiß weg. Ja. Ich würde die Kiste nämlich schon gerne mitnehmen. Kann ich nicht. Weil mein Inventar natürlich voll ist. Hier, Holzwand. Braucht keine Sau. Nice. Was ist das hier? Achso, das ist ein Holzwand. Ja, ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt. Habe ich eigentlich eine Fessel? So, warte mal. Kann ich jetzt eigentlich... Oh, hier, guck mal. Ich kann jetzt den Doppelsprung machen. Wie geil ist das denn? Durch diese Sandstorm in a Bottle kann ich jetzt einen Doppelsprung machen. Zack und zack. Ist ja geil. Warte, wie lange hält das? Und? Okay. Sehr geil. So, mal gucken. Was ist das hier? Sind das hier Fallen? Was ist das? Ich traue dieser Pyramide nicht. Meiner Meinung nach sind in einer Pyramide immer Fallen. Das da zum Beispiel, das ist mir nicht geheuer. Alter, wie tief geht denn das hier runter? Ist unten noch irgendwas oder habe ich jetzt schon den Mega-Loot des Jahrtausends irgendwie gefunden? Was blickt denn hier so? Was ist das denn? Okay, ich glaube, das war der Mega-Loot des Jahrtausends, den ich hier gefunden habe. Nett. Eine Menge Gold, coole Ausrüstungsgegenstände. Wieso springe ich eigentlich einfach hier runter? Kann jetzt mal jemand sagen. Wieso bin ich da hier einfach runtergesprungen? Ich habe jetzt den geilen Lol. Was denn gerade? Ich glaube, wenn ich mit nicht zusammenstoße, kann ich das ziemlich lange machen. Das muss ich mal an der Oberfläche ausprobieren. Warte mal, ich gehe jetzt mich zurück. Bam. So, das war doch mal eine erfolgreiche Erkundungstour, wo wir sogar eine Pyramide mitgenommen haben. Und ich würde jetzt gerne wissen, wer ist denn der Neue, der noch nirgendwo eingezogen ist? Romeo, wieso ziehst du nicht da ein, Romeo? Wer bist du? Aha.
auch ein Händler, wie es scheint. Aha, what the fuck? Eine Robe. Aha. Ultra-Tort Stopwatch. Was ist das denn? Hm. Zwei Abwehr. Magischen Schaden. Ja, wieso möchtest du nicht hier einziehen? Der wird mir irgendwie auch nicht angezeigt. Hm. Vielleicht ist das nur so ein Event-NPC, der nur für einen Tag oder so da ist. Moment, ich wollte ja noch was nachgucken, fällt mir gerade ein. So. Diese Buchstaben, kann ich da auch? Star in a Bottle. Kann platziert werden. Alter, was ich mir langsam hier als craften kann, das ist hier, das ist mir nicht ganz geheuer. Trapdoor. Tinbarren. Kann ich mal gerade machen hier. Eisenbarren, warum nicht? Ja, zwei Goldmünzen. Hier mal ein bisschen Platz habe. Okay, anscheinend braucht man fürs andere echt Stein. Sehr gut. Boah, jetzt muss ich erstmal Kram ablegen hier. Gold und Silber auf jeden Fall erstmal ablegen. Moment. Das mache ich mal ab noch zu Gold. 1200 Gold habe ich schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Saat. So, ich glaube, warte mal, diese Kiste mache ich mal zu so einer Getränkekiste, sage ich mal. Hier kommt zum Beispiel so sowas wie Flaschen rein, Nachteulentrank, die Recall Potions, bis auf eine tue ich mal hier rein. Hier ist dann noch so ein Trank. Linsen, eine goldene Truhe, Mining Potion. Hatte ich nicht noch mehr Tränke? Ja, das Wiederbelebungsding tue ich auch mal rein. So, die goldene Truhe kann ich mal eigentlich ausstellen. Die kann ich mal hier so... Stelle ich mal hier so hin. So, die Recall Potions kommen dann in eine andere Kiste. Ja, Tinbarren. Noch mehr Tinbarren, mehr Eisenbarren kann ich alles mal reintun. Eisenerz. Ja, schnell stapeln, zack. Vier Truhen. Tü-tü-tü-tü-tü. Ja, komisches Banner kommt da rein. Ich muss mir mal ein bisschen was ablegen. Recall Potions haben wir auf jeden Fall einige. 12. Hm. Dann rüste ich doch mal die Wurfmesser aus. Und die Shuriken, die können hier rein. Können hier nicht rein, weil ich keinen Platz habe. Kommen hier vielleicht irgendwie Waffengedöns rein. Ich muss das irgendwie noch... Was? Warte mal, hatte ich nicht irgendwie... War das hier nicht unsere Bombenkiste und so? Und irgendwelchen anderen Kram, wie ich gerade sehe. Ach du heilige Scheiße. So, das kann hier irgendwie auch mit rein. Passrohr.
So, die Fessel kommt hier auch mit rein. Die Truhen könnte ich mal aufstellen. Ich weiß nur nicht, wohin. Wohin mit diesen ganzen Truhen? Ich weiß es doch auch nicht. Das ist echt cool, wie ich hier runtersliden kann. Hier, hui. Ach, aber nur wenn ich links irgendwie gedrückt halte oder so. Das ist ja geil. So, Romeo ist wieder verschwunden. Romeo scheint also nur ein Event-NPC gewesen zu sein, der mir nur für kurzzeitig irgendwelchen Stuff verkaufen wollte. Naja, ich hoffe, dass bald ein fünfter permanenter NPC eintrudelt. So. Sandstone Brick. Bullshit. Na, wobei, könnte ich als Baumaterial mitnehmen. Hat sich gelohnt. Wir haben Erze gefunden, wir haben jede Menge Stuff gefunden, die Wurfmesser, der neue NPC. Diese kleinen Klaus finde ich ziemlich geil. Ey, warte mal, damit könnten wir in diesen dicken Krater eigentlich locker gehen. Und Sandstorm in a Bottle ist natürlich richtig geil. Ach ja, Moment, das wollte ich hier noch ausprobieren. Das probiere ich gerade noch aus in dieser Folge. Was ist das denn? Hä? Seit wann können Goldfische? Aber geil. Hui. Ja, was ist das denn? Also dieses Sandstorm in a Bottle ist mega geil. Nice, gefällt mir. Tja, und natürlich haben wir die Pyramide erkundet. Alles ist sehr, sehr geil. Was machen wir in der nächsten Folge? Ich würde spontan sagen, ich weiß es nicht. Den Krater in der Wüste angucken. Vielleicht die Corruption rechts mal ein bisschen erforschen, ganz vorsichtig. Und vielleicht mit dem Dynamit. Wovon ich mir eigentlich mal ein bisschen mehr kaufen könnte. Kann ich ja auch was kaufen, wenn ich Gold auf Lager habe. Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. So. Dann nehme ich mir auch mal gerade ein Goldstück mit. Ich würde nämlich gerade noch mal ein bisschen Dynamit einkaufen, weil mit diesem Dynamit habe ich etwas vor. So, Hallöchen. Ich hätte gerne Dynamit. So. Dankeschön. So, das dürfte nämlich auch... Nein, da wollte ich nicht hin. Das dürfte nämlich auch reichen. So, dann haben wir jetzt nämlich 8 Dynamit. Naja, was ich in der nächsten Folge mache, entscheide ich dann. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir haben eine Menge erkundet. Wir haben sogar den Dschungel gefunden, wo es jede Menge geilen Shit gibt. Also wenn man farmen will, effektiv farmen will, ist der Dschungel, glaube ich, das Beste. Und er breitet sich ja sowieso in unsere Richtung aus. Weil durch Wüste und Forest-Biome, da kommt er, glaube ich, durch. Das heißt, er dürfte bald vor unserer Haustür links gesehen stehen. Rechts, die Co-Option wird, glaube ich, nicht verschwinden, weil die wird sich ja dann irgendwie noch, wenn wir mal in den Hard-Mode kommen, sollten auch noch ausbreiten. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg und... Was ist das denn da? Ein Wurm. Interessant. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.